Nächste Wortmeldung von meinem Abgeordneten Peter Haubner. Der Wirtschaftssprecher der ÖVP, Peter Haubner. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Frau Minister, Herr Minister, meine Damen und Herren, sehr geehrte Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ja, der Herr Minister trägt die Verantwortung und er trägt die Verantwortung, weil er hat errechnet, dass wir alleine in der letzten Sitzung Anträge um 1,2 Milliarden Euro eingebracht haben. Und das soll jetzt heute so weitergehen. Und deshalb, glaube ich, sind wir von der ÖVP der Meinung, das wollen wir nicht, dass wir heute Dinge beschließen, die wir dann morgen und nach der Wahl bezahlen müssen. Es gibt nämlich einen Tag nach der Wahl und da gibt es auch die Verantwortung für unsere Kinder und Enkelkinder. Und der Finanzminister war ja klar und deutlich, wir können uns die Folgekosten nicht leisten. Denn jetzt wollen Sie mit Schnellschlüssen politisches Kleingeld schlagen und nach der Wahl kommen dann die neuen Steuern. Wir kennen das aus den Programmen, Maschinensteuer für den Standort und für die Betriebe ist das Gift. Die gibt es nur in dem SPÖ-Programm und in keinem einzigen Land in Europa. Oder die Erbschaftssteuer. Jeder, der sich für seine Enkel was erspart hat, den sollen wollen Sie wieder in die Tasche greifen. Das ist doch eine Lüge. Wir kennen das schon, wir kennen das schon. Zuerst 1 Million, dann reicht das nicht, eine Grenze. Moment, Moment, Moment. Herr Abgeordneter Kogler, auch von Ihrer Bank aus ist der Vorwurf der Lüge und wirklich nicht angebracht. Ich muss Ihnen dafür einen Ordnungsruf erteilen. Herr Abgeordneter, noch einmal, ich warne Sie wirklich, in dieser Art fortzufahren. Sie kennen die Usancen dieses Hauses und bitte halten Sie sich daran. Wir kennen das. Zuerst beginnen Sie bei einer Grenze von 1 Million, dann reicht das nicht aus und dann wird die Grenze heruntergesetzt und dann betrifft es wieder jeden von uns. Wir wollen das nicht, wir wollen keine neuen Steuern. Wir von der ÖVP wollen die Steuern senken, meine Damen und Herren. Und wenn ich heute gehört habe, wie der Herr Klubobmann-Schieder gesagt hat, das kostet ja nichts, dann weiß ich, wenn das die SPÖ sagt, dann zahlt es immer der Unternehmer. Meine Damen und Herren, und auch das wollen wir nicht, denn das ist eine gefährliche Drohung. Und Herr Kollege Greiner, ich glaube, keine Köst auf nicht entnommene Gewinne. Sie haben da irgendwas falsch verstanden und auch falsch interpretiert. Wir wollen, dass die Unternehmer Eigenkapital aufbauen, dass sie Investitionen finanzieren, dass sie Arbeitsplätze schaffen. Sie können es nicht. Das können nur die Unternehmer, meine Damen und Herren. Und deshalb warne ich davor, dass wir 11 Tage vor der Nationalratswahl Schnellschüsse hier beschließen, die uns und Generationen nach uns belasten und die Rechnung wieder die Unternehmer in diesem Land zahlen. Deshalb sind beide Vorschläge des Herrn Minister, und dem ersten haben Sie ja schon zugestimmt, nämlich der Schuldenbremse in der Verfassung. Den können Sie heute wieder beschließen. Und keine budgetrelevanten Beschlüsse vor der Neuwahl, das sind das voll zu begrüßen. Und deshalb denke ich, Geld ausgeben ohne Strategie löst keine Probleme. Nehmen Sie die Verantwortung wahr für unser Land und für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.